Ich habe eine Zwangsstörung. Es ist nichts besonders Schlimmes. Mein einziges Problem ist, dass ich ungerade Zahlen hasse. Es ist schwer zu erklären. Ich fühle mich einfach nicht gut und wenn es etwas gibt, das mich stört, muss ich es beheben. Wenn ich beispielsweise einen Schuh auf dem Boden liegen sehe, muss ich sofort den anderen suchen, bevor dieses Angstgefühl unertragbar wird. Ich kaufe Essen nur paarweise und ich habe zwei Autos, auch wenn ich nur eins fahre. Ich war überglücklich, als meine Kinder geboren wurden und das Zwillinge waren. Eineiige Zwillinge sogar. Sie waren das Licht in meinem Leben und für die meiste Zeit hatte ich meine Zwangsstörung sogar unter Kontrolle. Es ist unglaublich, wie die Liebe zu jemandem, den man selbst erschaffen hat, die Art, wie man über manche Dinge denkt, verändern kann. Wie dumm ich war, als ich noch dachte, dass so etwas Schwachsinniges wie ungerade Zahlen mein Leben kontrollieren könnte. Ich danke Gott für das Wunder des Lebens. Als meine Tochter Sally an einer schweren Lungenentzündung erkrankte, bekam ich Depressionen. Ich sah dabei zu, wie mein süßes, kleines Kind langsam, aber sicher verwelkte. Ich saß auf dem Stuhl neben ihrem Bett, als die Krankenschwester kam und ihr das Laken übers Gesicht zog, während ich dabei zusah, wie die Leinen eingeübt über das Gesicht meiner Tochter gezogen wurden. Fing mein Bein an zu zittern. Kalter Schweiß sammelte sich auf meiner Stirn. Ich hasse ungerade Zahlen. Was soll ich nur mit dem anderen machen?